Ich weiß schon, wie ich die alte Toni aus der Reserve locken kann. Gib dir keine Mühe. Du solltest mich wirklich besser kennen. Ich habe mir noch nie Mühe gegeben. Mich gibt es jetzt dreimal. Okay, das ist wirklich besorgniserregend, wenn es nicht so vollkommen absurd wäre. Aber es stimmt. Ich habe mich geklont. Und ich glaube, wir hätten das gemerkt. Am Ascheregen oder ähnlichem. Es ist wirklich... Mich gibt es wirklich dreimal. Langweilig. Ich bin von den Toten wieder auferstanden. Glückwunsch. Erschreckt dich das denn gar nicht? Ach, Rufus, du hast dich so oft selbst in die Luft gesprengt. Angezündet, zersägt, von Büffelstampeden zertrampeln lassen. Da musst du schon mit einem neuen Trick aufwarten, um mich zu verblüffen. Weißt du noch, wie ich deine Mutter heimlich auf dem Klo fotografiert habe? Oh Gott. Ja, aber ich habe nie verstanden, warum. Weil ich dir nie erzählt habe, dass ich die Fotos dem alten Schmierlappenbob verkauft habe. Ich musste natürlich noch einen Schlüpfer drauflegen, um mir das dicke Album leisten zu können. Du bist so ein... Hallo, Dre. Immer wieder für eine Überraschung gut. Fast. Weißt du noch, wie ich Mr. Wuffel das Fliegen beibringen wollte? Ja, das weiß ich noch. Und ich entschuldige mich, falls ich damals unangemessen reagiert habe. Ich hatte weder meine Fäuste noch den Schlagring unter Kontrolle. Ja, aber das Beste weißt du ja noch gar nicht. Eine Woche später hat es doch noch geklappt. Und die Geschichte, dass Mr. Wuffel von einem abstürzenden Wetterballon getroffen wurde, stimmt auch nur zur Hälfte. Was? So eine Erleichterung. Dann war meine Reaktion ja doch vollkommen angemessen. Weißt du noch, wie ich die Urne deiner Großmutter als Puddingtopf verwendet habe? Ich bin mir sicher, du hattest deine Gründe. Ja, aber die Sache ist die, das war gar kein Pudding. Das ist doch mal endlich eine plausible Antwort auf die Frage, woher dieser Geruch kam. Danke für diese Offenbarung. Mich gibt es wirklich dreimal. Langweilig. Deine Mutter ist langweilig. Ach, ich geb's auf. Wirklich? Erinnere mich daran, dass ich meinem Therapeuten einen Obstkorb schicke. Komm schon, Toni, ich will doch nur ins Lager. Und ich sage, du hältst dich besser da raus. Wir haben hier alles im Griff. Was hat es mit diesem geheimen Plan auf sich? Das ist geheim. Du erwartest doch nicht, dass ich das einfach so schluck. Ich habe damals auch nicht erwartet, dass du den ganzen Liter Farbverdünner schluckst. Wo doch jeder weiß, dass das Zeug direkt das Gehirn angreift. Ja, das war cool. Ganzer Liter, boah. Komm schon. Tod dem Organon und so. Ich weiß, du meinst es gut. Aber du brauchst uns nicht zu retten. Wir haben jetzt einen eigenen Plan. Wenn du uns helfen willst, dann setz dich irgendwo hin und fass nichts an, was blinkt. Ach, eigener Plan, schweigender Plan, ist doch egal. Ich glaube immer noch, dass die alte Toni irgendwo da drin ist. Und ich weiß auch schon, wie ich sie da wieder rausbekomme. Gib dir keine Mühe. Das ist noch nicht vorbei. Was ist noch nicht vorbei? Na gut, es ist vorbei. Aber... Ich komme wieder. Keine Eile. Alright. Oh, CB-Funk. Wo haben die denn in der kurzen Zeit nur das ganze Zeug aufgetrieben? Die haben sogar das neue 67-5er... Nein, warte. Das ist nicht die Modellbezeichnung. Das ist ein Etikett mit der Funkfrequenz, die sie hier benutzen. Ach, Rufus. Was tust du denn da? Ich. Bringe dich zur Weißglut. Mach ich doch, ne? Indem du am Funkgerät rumspielst. Aber nicht doch. Bedien dich ruhig. Wirklich? Na klar. Los geht's. Ich weiß nicht. Wenn man darf, macht's keinen Spaß. Ich würde gerade genau das Gleiche sagen. Gute Idee. Wenn ich die Frequenz von Tonis Funkgerät am Babyphone einstelle, kann ich Toni jederzeit erreichen. Yeah. Easy. Jetzt bleibt nur noch die Frage, warum ich sie überhaupt anfunken sollte. Sie hat schon vor langer Zeit aufgehört, mich mit der Schubkarre aus irgendwelchen Kneipen rauszuholen. Ich muss sie nicht anfunken. Sie sitzt direkt neben mir. Das stimmt allerdings. Ah, das ist so entsetzlich! Der Empfang ist immer noch super. Ja, definitiv. Okay,
bedien dich ruhig. Wirklich? Na klar. Los geht's. Ich weiß nicht. Wenn man darf, macht's keinen Spaß. Ja. Gehen wir mal zum Heck zurück. Die Spinntür zu. Damit doch ja keine Beweise übrig bleiben. Und erstmal raus aus dem Schuppen. Habe ich vielleicht irgendwas für Lotti, die Hormone? Lotti hat ihre Hormone nicht genommen. Vielleicht hatte der Wahrsager doch recht. Lotti hat ihre... Ich wollte sie ja eigentlich geben. Ich wollte sie so... Ich sollte sie übergehen. Okay, zum Stadtteilkern. Wenn ich mich nicht täusche, und da hängt noch so ein bisschen Hoffnung mit dran, sollte Bambina bei Boso sein. Och! Wieso hat sie denn jetzt mal einen Anker auf dem Dingsbums? Sieht ja nicht aus wie ein Anker. Nochmal Boso und Sasch. Und hier ist ein Foto von Bosos erstem Buchstabierwettbewerb. Er hatte immer Probleme mit dem L und dem F. Dafür konnte ihm beim E keiner das Wasser reichen. Hallo? Was hat er denn da an? Ach, das ist ein kleines Röckchen, das er sich selbst aus Zahnseide genäht hat. Boah, wie schön. Er hatte Monate daran gespart. Sein Mundgeruch war furchtbar. Huhu, Deponia an Sergeant Bambi. Oh, wie süß. Ein Fifi-Funkelfee-Pyjama. Warum schaut er denn da so beschämt? Ich weiß auch nicht. Eigentlich sollte er mir dabei helfen, sein Bett neu zu beziehen. Was für eine Sauerei. Die sind ja vollkommen weggetreten. Bin ich wirklich? Was ist das nur für ein seltsames Ding? Hallo, ich bin Amtmann Argus. Erzittert vor der tödlichen Pünktlichkeit des Argonauts. Hervorragend. Du hast meine Muttermilchpumpe gefunden. Was? Yum, das sieht ja lecker aus. Eine hervorragende Konsistenz. Und wie es aussieht, ganz ohne den Einsatz von Mehlwürmern. Hey, was sollte das? Kannst du nicht warten, bis das Essen fertig ist? Aber es riecht schon so gut. Findest du? Eigentlich ist das nur der übrig gebliebene Bratensud. Oh, ich wollte es einfrieren. Nein, das wäre zu schade. Er weiß schon, ob die Menschen in der Zukunft überhaupt noch Bratensud mögen. Das ist natürlich die große Frage. Coole Mütze. Opa? Hier wird nicht gedrängelt. Das Essen ist fertig, wenn es fertig ist. Ja, ist ja gut. Boso, alter Hauding. Ist hier was Neues? Nö. Los, hoch mit dir. Du musst für mich bürgen, damit ich zum neuen General des Widerstands vorgelassen werde. Geh weg. Aber... Lass mich, mag nicht. Mäh. Was ist eigentlich mit Bam... Die sind ja vollkommen weggetreten. Bami sollte doch Boso aufpäppeln, verdammt Axt. Hallo? Noch ein Pyjama-Foto. Putzig. Das Haus brennt. Seine ersten Stützräder. Da war er 21. Wie stolz er guckt. Hallo? Noch ein Pyjama-Foto. Putzig. Es wäre auch zu schön gewesen. Toni überreden. Toni aus der Reserve locken. Also ich habe jetzt drei Möglichkeiten, für mich bürgen zu lassen. Eine ist bescheidener als die andere. Ein hässliches Schnabeltier. Gibt es denn hier vielleicht irgendwo ein Ei? Die werden mir ja auch nicht direkt angezeigt.
Schade. Nein, ich weiß. Ich glaube nicht, dass es hier eigen. Zumindest sehe ich keins. Oh Gott. Lieber nicht. Nur ungern denke ich an das Debakel mit meinen Hormonbrötchen zurück. Roso ist einfach unausstehlich, wenn er seine Tage hat. What? Abdruck habe ich immer noch. Das heißt, es muss ja irgendwas... Es muss ja irgendwas damit auf sich haben. Ich bin nicht interessiert an irgendwelchem Schnickschnack. Eine Teig, aber so lang... Ich bin nicht ein... Aber so lange... den Liebesch... Vielleicht kann ich mir daraus irgendeine schöne Falle basteln. Baby Boso... Gute Neuigkeiten! Ich habe ein Motiv! ...zu retten. Echt jetzt? Was ist es? Komm mit, ich zeig's dir. Oh je, das ist aber... Heul nicht rum und hallig das, was ich... Sei denn das Funger, dann machen... Ja. Okay, wir haben... solange ich keine Falle... Die Idee kann ich getrost... bei den Bosos... Okay, eine Muttermilch... Die Idee kann ich... bei den Bosos... Vielleicht sollte ich eine Falle bauen. Aber hiermit könnte ich mir nicht mal eine Grippe einfangen. Och... Genau, renn erstmal eine halbe Stunde rum. Ein Kukumoto! Lecker Happy Happy! Und jetzt komm zu Papa, Papi! Hey, hey, hey! Darauf nicht. Ich kann es kaum erwarten, diesen Kuhfuß auszuprobieren. Aber nicht an meinen eigenen Sachen. Die brauche ich doch noch. Um Gutes zu tun. Aber mindestens. Die Idee kann ich bei den Bo. Was kann ich denn da? Die Idee kann ich bei den Bo. Vielleicht sollte ich aber hier mit. Ja, Falle bauen. Das hat bereits einen Platz, denn es war. Das hat bereits einen Platz in der Geschichte. Denn es war Teil meines Plans, die Welt zu retten. Rufus Antoni. Rufus Antoni. Ah, Rufus, lass den Unsinn und mach den Kanal frei. Ja, aber... Tony, over. Ich glaube, ich habe... Irgendwie bezweifle ich, dass er sich damit ködern lässt. Lotti hat ihre... Vielleicht hatte... Lotti hat vielleicht... Lieber nicht. Nur un... Roso ist ein... Lieber nicht. Nur ungern, denke ich an der... Roso ist einfach... Mama Boso hätte die ruhig mal beschriften können. Ich kann es kaum erwarten, diesen Kuhfuß aber nicht an meinen... Die brauche ich doch... Da dachte ich, dass ich jetzt die Idee habe. Vielleicht sollte ich aber hier die Idee bei den Bo. Er soll mir nicht helfen. Er soll doch einfach nur ein Bild machen. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Nee, ich geh wieder. Irgendwie war das noch nicht so heldenhaft. Das zeigt doch nur, wie wenig du von Heldentaten verstehst. Man muss immer bis zur letzten Sekunde warten. Sonst wirkt es nicht. Schon klar. Schon klar. Ich bräuchte noch eine Therapiesitzung. Noch eine? Schon wieder? Oh je. Na gut. Bringen wir es hinter uns. Ach, kommen Sie. Das kommt nicht erst einmal. Muss dann entscheide ich. Wenn Sie so viel Wert darauf legen. Okay. Wollen wir noch einmal dieses Kartenspiel spielen? Sie wollen den Raum. Na gut. Warum nicht? Diesmal gewinne. Also,
Was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Elysium startet in Richtung Utopia. Tja, das hatten wir ja schon, zumindest so ähnlich. Kommen wir also zum nächsten Bild. Was erkennen Sie hierauf? Der Peabody. Das ist gut. Das ist ja furchtbar. Warum zeigen Sie mir das? Interessant. Können Sie mir sagen, warum Sie so degutiert reagieren? Keine Ahnung. Vielleicht was mit Komplexen. Weil ich irgendwelche Komplexe habe vielleicht. Ich meine, ja, ganz sicher. Ich habe ganz dolle Komplexe, die man unbedingt medikamentös behandeln muss. Es ist noch zu früh, um eine abschließende Diagnose zu stellen. Ein Bild haben wir ja noch. Ich habe keine Lust mehr zu spielen. Wie Sie wünschen. Kommen Sie gern wieder, wenn Sie bereit sind, die Therapie ernst zu nehmen. Nein. Ich will das nicht mit dem Hinweis. Ich bräuchte noch eine Therapiesitzung. Aller guten Dinge sind vier. Na gut. Bringen wir es hinter uns. Ach, kommen Sie. Sie geben mir... Das kommt nicht erst einmal. Dann entscheiden... Wenn Sie so viel... Wollen wir... Sie wollen den... Na gut. Diesmal... Fangen wir also, an. Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Deine Mutter. Elysium, wie es majestätisch über Deponia thront. Tja, das hatten wir ja schon, zumindest so ähnlich. Kommen wir also zum nächsten Bild. Was erkennen Sie hierauf? Ich würde ja gerne... Nee, das Vögel hat man, glaube ich, schon gehabt. Das ist ja furchtbar. Warum zeigen Sie mir das? Interessant. Können Sie mir sagen, warum Sie so degutiert reagieren? Keine Ahnung, vielleicht was mit Komplexen. Ich meine, ich habe ganz dolle Komplexe. Es ist noch zu früh, um eine abschließende Diagnose zu stellen. Ein Bild haben wir ja noch. Das bin ich, wie ich die Welt rette. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes. Wieso? Das ist doch was anderes. Ja, schon, aber egal. Quietsch. Schade. Zwischenzeitlich dachte ich, Sie würden das hier ernst nehmen. Tu ich doch. Sehr schade. Och, bling deine Mutter. Soll die es tun? Nee. Finger weg! Die Antidepressiva sind nur für Patienten, für die noch Hoffnung besteht. Vielleicht soll ich das Bild bei dem Strickhändler zeigen. Ja, nur hör auf rumzujammern. Ich bitte Sie, sehe ich etwa aus wie ein Pfandleiher? Vielleicht zeigt Toni das Bild mal, das ist eine gute Idee. Oh ja. An den Toni sitzt ja hier im Panzer. Ein Panzer soll das darstellen. So, Toni, hier ein Bild von einem. Was ihr Therapeut Vögelein. kann ich schon lange. Immerhin habe ich die ganze Vorarbeit geleistet. Was ihr Therapeut kann. Immerhin habe ich die ganze. Toll. Öl ins Feuer gießen gehört ja eigentlich zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Aber in diesem Fall, da könnte ich mich ja genauso gut zurück auf das Fließband legen. Ja. Es kommt gar nicht in Frage. Sie ist auch so schon viel zu relaxed. Wie kriegen wir denn Toni? Nicht nötig. Sie hat schon zwei.
Möchtest du etwas trinken? Du siehst so vertrocknet aus. Oder hast du nur wieder dein Make-up vergessen? Ich glaube, du meinst den fehlenden Angstschweiß. Ein weiterer positiver Effekt meiner neuen Therapie? Ja, aber wenn man den Kroko-Look mag. Kroko-Look? Wie scharfsinnig von dir. Nur die Zähne fehlen. Yum, das sieht ja lecker aus. Eine hervorragende Konsistenz. Und wie es aussieht? Ganz ohne den Einsatz von Mehlwürmern. Ja. Irre ich mich oder hast du zugenommen? Wie schön, dass dir das aufgefallen ist. Seit ich meine neue Therapie angefangen habe, bin ich viel näher an meinem Idealgewicht. Du meinst an deinem Wahlgewicht? Genau. An dem Gewicht meiner Wahl. Ich habe hier einen Job für dich, der viel besser zu dir passt. Männliche Aushilfskraft für einen Teigtaschenstand. Ein gelungener Scherz. Bravo. Ach, nein, der war doch noch gar nicht fertig. Ach so. Entschuldigung. Mach ruhig weiter. Nein, so funktioniert das nicht. Wenn ich dich beleidige, musst du was Schnippisches antworten. Und ich verdrehe das dann wieder, damit du abschließend genervt stöhnen kannst. Oh je. Das habe ich wohl vergessen. Sollen wir noch mal von vorne anfangen? Ist ja auch langweilig. Was soll das sein? Das ist... Du wirst es nicht glauben. Eine Alternative zu deiner Therapie. Oh, süß von dir, dass du mir helfen willst. Aber ich bin sehr zufrieden mit meiner Therapie. Willst du den Flyer nicht wenigstens mal lesen? Nein, danke. Mein Therapeut sagt, dass ich bereits große Fortschritte mache und ich vertraue ihm voll und ganz. Ich glaube, so hat sich Toni auch immer gefühlt. Habe ich ja schon die Hormone gefallen? Öl ins Feuer gießen gehört ja an, aber in diesem... Da könnte ich mich ja... Zurück zum Heck. Vielleicht... Lotti hat zwar jahrelang im Rathaus gearbeitet, aber sie ist trotzdem unbestechlich. Das scheint paradox. Aber vielleicht ist das so ähnlich wie mit Krankenhauskeimen. Mama Bosus, das war ja wirklich nicht von... Lotti hat zwar jahrelang... Das scheint, aber vielleicht ist das... Aber du versuchst es ja gar nicht. Lotti hat zwar jahrelang... Das scheint, aber vielleicht ist das so... Auf ihrem Arm. In den Panzer. Lotti. Ja, du komm schon, das Tor ist doch gleich da oben. Nein, das... Das geht jetzt nicht. Ich muss warten, bis mein Tattoo abgeschwollen ist. Oh je.